Hallo Elektronikfreunde, willkommen nun zum dritten Teil zum Thema Operationsverstärker. In diesem Teil möchte ich den mitgekoppelten Operationsverstärker vorstellen, aber auch zwei Schaltungen zeigen, wo der Operationsverstärker eine Gegenkopplung und auch eine Mitkopplung besitzt. Mitkopplung bedeutet jetzt, dass die Ausgangsspannung oder ein Teil der Ausgangsspannung, wie man hier zum Beispiel sieht, über den Spannungsteiler zurückgekoppelt wird auf den nicht invertierenden Eingang. Und wenn man sowas aufbaut, erhält man eine Kippstufe. Eine Kippstufe ist eine Schaltung, wo der Ausgang nur in sein Maximum oder in sein Minimum kippen kann. Es gab ja im ersten Teil auch schon eine Kippstufe, nämlich den Komparator. Da ist genau das Gleiche. Allerdings haben diese mitgekoppelten Schaltungen eine zusätzliche Eigenschaft und die nennt sich Hysterese. Hysterese bedeutet, dass es zwei verschiedene Schaltpunkte gibt, nämlich einen Schaltpunkt zum Einschalten und einen anderen wiederum zum Ausschalten. Und dazu habe ich hier mal so eine kleine Skizze gemacht. Man sieht also hier jetzt, das Eingangssignal ist so ein sinusförmiges Signal. Und beim Komparator meinetwegen ist der Schaltpunkt bei 0 Volt. Das heißt, immer wenn hier 0 Volt erreicht wird, nach oben, dann schaltet er ein. Wenn es nach unten geht, schaltet er aus. Nicht? Also hier schaltet er wieder aus und da schaltet er ein. Das wäre der Verlauf beim Komparator. Bei dem sogenannten Schmidt-Trigger, das ist also eine Kippstufe mit Hysterese, ist es so, es gibt zwei verschiedene Schaltpunkte. Meinetwegen einmal dieser Level und einmal dieser Level. Und wenn dieser Level überschritten wird, dann schaltet der hier ein. Und er schaltet aber erst aus, wenn dieser andere Level unterschritten wird. Und die Differenz hier nennt man Hysterese. Warum das jetzt so ist, möchte ich anhand der Schaltung, die ich jetzt hier mal aufgezeichnet habe, zeigen. Es gibt zwei Standardschaltungen, die vom Aufbau her so aussehen wie ein nicht invertierender und invertierender Verstärker, also hier die beiden. Und der einzige Unterschied, den man jetzt hier sieht, ist, dass hier Plus und Minus vertauscht wurde. Wenn das so ist, dann hat man also hier eine Mitkopplung in beiden Fällen, also hier koppelt er mit und hier koppelt er eben auch mit. Und dann hat man eben so eine Kippstufe. Und ich will jetzt mal zeigen, warum es eigentlich zu so einer Hysterese kommt. Und zwar am Beispiel hier von diesem sogenannten invertierenden Schmidt-Trigger. Wenn man jetzt sich mal die Anfangsbedingungen vorstellt, und zwar wenn man jetzt diese Schaltung so aufbaut und einschaltet, dann habe ich hier einfach mal hingeschrieben, wir haben eine Eingangsspannung hier von einem Volt. Und wir gehen davon aus, dass R1 gleich R2 sind. Also beide sind gleich groß, 10 Kiloohm oder so. Ist natürlich die Frage, was passiert beim Einschalten? Beim Einschalten ist es so, der Operationsverstärker ist ja nicht unendlich schnell. Wir haben aber hier 1 Volt und zu Anfang haben wir dann erstmal hier 0 Volt meinetwegen. Man hat also hier eine Differenz und wenn so eine Differenz auftritt, dann wird der Ausgang sofort in sein Maximum gehen. Dadurch, dass hier der invertierender Eingang größer ist als der nicht invertierende Eingang, wird also UA in sein negatives Maximum springen und zwar sofort beim Einschalten. Wenn ich jetzt annehme, dass das positive und das negative Maximum hier bei plus oder minus 10 Volt liegt, ja, dann wird er bei der Bedingung 1 Volt hier an dem invertierenden Eingang auf minus 10 Volt gehen und auch in der Annahme, dass R1 gleich R2 ist, wird also hier die Hälfte dieser Spannung herauskommen. Also hier würden dann minus 5 Volt anliegen. Man sieht, man hat jetzt eine Differenz, nämlich 1 Volt minus 5 Volt, die sozusagen negativ ist in Richtung des nicht invertierenden Eingangs, sodass hier auf jeden Fall nach wie vor diese minus 10 Volt erhalten bleiben. Selbst wenn ich jetzt diese Eingangsspannung meinetwegen runterdrücke auf minus 4,9 Volt, so ist dort eine Differenz da. Das Positive ist nach wie vor kleiner als das Negative. Das heißt, es wird nach wie vor der Zustand minus 10 Volt sein. Wenn ich jetzt aber noch weiter runter gehe und sage, die Eingangsspannung drücke ich auf minus 5,01 Volt zum Beispiel, dann haben wir hier eine 10 Volt, Millivolt Differenz, aber in einer anderen Richtung. Das heißt, bei diesem Punkt hier schaltet er um auf den auf das Positive am Ausgang. Das heißt, der Schaltpunkt hier, diese 5 Volt, sind abhängig einmal natürlich von der maximalen Ausgangsspannung und natürlich von der Dimensionierung von R1 und R2.
Wenn jetzt bei dieser Schaltschwelle bei minus 5,01 Volt die Spannung hier gekippt ist, also auf plus 10 Volt, dann habe ich auf einmal nicht mehr hier minus 5 Volt, sondern eben plus 5 Volt. Und dadurch, dass es hier eine Differenz gibt zu diesem minus 5,01 Volt, das heißt, das Positive ist höher als das Negative, bleibt er in seinem Positiven. Ja, und jetzt ist es wieder so, ich muss erst wieder hochgehen mit der Spannung, und zwar über diese 5 Volt, damit er wieder umkippt. Das heißt, diese Kippspannung beträgt hier in dem Fall plus minus 5 Volt. Die Kippspannung ist also generell abhängig einmal hier von der maximalen Ausgangsspannung, die am Operationsverstärker sein kann, und auch natürlich von der Dimensionierung von R1 und R2, sodass es dort eine allgemeine Formel hier für diesen invertierenden Schmidt-Trigger gibt, nämlich U-Kipp ist gleich plus minus UA Max mal R2 durch 1 plus R2, also ganz normale Spannungsteilerregel. Es gibt jetzt aber das Problem, dass man diese maximale Ausgangsspannung nicht immer gleich hat, also speziell bei dem LM358 oder auch bei dem TL072 ist dort das nicht gleich. Das heißt, man muss da eventuell mal nachmessen, wie hoch denn die wirklichen Spannungen sind. Bei Rail-to-Rail-Operationsverstärkern kann man davon ausgehen, dass diese UA Max gleich V plus und V minus dann beträgt. Bezüglich der Spannung UD gibt es jetzt eine Erkenntnis, nämlich die, dass UD nur 0 Volt ist beim Kippvorgang. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben und ich werde nachher nochmal das am Oszilloskop zeigen. Da kann man es sehr schön sehen, wenn der Schmidt-Trigger kippt, dass dann eben ganz kurzzeitig UD auf 0 Volt geht. Bei diesem Schmidt-Trigger war es ja so, dass wenn man hier eine positive Eingangsspannung hatte, der Ausgang sofort in sein negatives Maximum gesprungen ist. Deswegen nennt man hier diese Schaltung auch invertierenden Schmidt-Trigger. Es gibt aber natürlich auch einen nicht invertierenden Schmidt-Trigger. Der ähnelt von der Schaltung her sehr einem invertierenden Verstärker. Allerdings ist hier auch Plus und Minus vertauscht, sodass man hier eine Mitkopplung hat. Wenn man jetzt weiß, dass der Ausgang bei UD gleich 0 in sein Maximum oder in sein Minimum kippt, dann kann man mal hier diese Schaltung mit den Widerständen anders zeichnen, nämlich in Form eines normalen Spannungsteilers, so wie ich es hier unten mal aufgezeichnet habe. Ich werde mal rauszoomen, dann sieht man vielleicht beides auf einmal, das ist vielleicht besser. Also man hat hier den Spannungsteiler, das wäre also praktisch hier R1 und R2 und man hat ja zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Ausgang, liegt der Ausgang bei plus 10 Volt oder bei minus 10 Volt hier in dem Beispiel. Und dann stellt sich die Frage, wie groß ist hier unten die Eingangsspannung, damit hier 0 Volt entstehen? Und die Antwort hängt natürlich ab von den Widerständen. Und in dem Fall ist es so, hier unten müssen eben minus 5 Volt anliegen, damit hier 0 Volt entsteht. Auf der anderen Seite, bei minus 10 Volt, müssen eben hier plus 5 Volt anliegen, damit hier sozusagen 0 Volt entsteht. Und somit kann man jetzt hier auch die Kippspannung sehen. Die liegen nämlich hier, um nach minus 10 Volt zu kippen, praktisch bei minus 5 Volt, also etwas weniger als minus 5 Volt, also minus 5,01 Volt. Dann kippt er hier sozusagen in die auf die negative Seite und dann ist er dort. Und erst wenn ich hier diese plus 5 Volt überschreite, dann wird auch diese Spannung ein klein bisschen höher, also kippt er dann hier bei, weiß ich nicht, 5,01 Volt wieder auf die positive Seite. Und deswegen ist es so, dass er eben nicht invertiert, also etwas mehr als 5 Volt in dem Fall, also ich sag mal 5,001 Volt, da würde er auf jeden Fall kippen und hier bei minus 5,001 Volt, da würde er ebenfalls ins Negative dann kippen und deswegen ist das hier der nicht invertierende Schmidt-Trigger. Die allgemeine Formel dazu sieht man hier. Auch hier ist klar, die Kippspannung vorne ist abhängig von der maximalen Ausgangsspannung und auch vom Verhältnis der Widerstände R2 zu R1. Um das Verhalten mal praktisch zu zeigen, habe ich hier mal diesen nicht invertierenden Schmidt-Trigger aufgebaut, hier auf dem Steckbrett. Und was ich messe, ist natürlich die Eingangsspannung, dann die Ausgangsspannung.
Und ich werde auf einem dritten Kanal auch nochmal diese UD messen. Und das zeige ich jetzt mal einfach auf dem Oszilloskop. Auf dem Oszilloskop sieht man nun das sinusförmige Eingangssignal mit einem Spitzenwert von 7,5 Volt ungefähr. Ich komme damit über diese Kippspannung von 5 Volt. Betrieben wird die Schaltung derzeit mit plus minus 10 Volt. Einsetzen tue ich eine LM358 und man sieht hier unten die maximalen Spannungen, die der LM358 rausgeben kann, sind einmal plus 8,96 Volt und einmal minus 9,6 Volt ungefähr. Man kommt also nicht direkt an 10 Volt ran, plus minus, sodass auch hier die Spannung, wo er kippt, nicht bei plus minus 5 Volt liegen, sondern etwas drunter. Ich schalte jetzt mal Kanal 4 ein, denn mit Kanal 4 messe ich jetzt die Spannung UD. Und ich hatte ja gesagt, dass UD dann 0 ist, wenn der Schmittträger gerade kippt. Das sieht man hier sehr schön. Also hier an diesem Punkt geht er ja runter und hier an diesem Punkt ist diese UD, also die grüne Linie, 0 Volt. Also die UD folgt sozusagen der gelben Linie. Dann wird sie zu 0 in dem Moment, wo er kippt und geht dann wieder runter und folgt der Eingangsspannung weiter bis zum nächsten Kipppunkt. Und hier an diesem Punkt ist sie wieder 0 und geht wieder hoch. Also das ist nochmal das Sichtbarmachen von UD, dass es also wirklich nur dann 0 Volt ist, in dem Moment, wo der Schmittträger umkippt. Die Messungen hier am Schmittträger habe ich jetzt derzeit mit dem LM358er durchgeführt. Und ich möchte jetzt nochmal am Oszilloskop zeigen, im Vergleich dazu ein LMC662, den ich hier links nochmal aufgebaut habe. Gleiche Schaltung, also nicht invertierender Schmittträger. Und dann möchte ich mal kurz zeigen, wie sich dort die Spannung verhält, die Ausgangsspannung. Auf dem Oszilloskop ist jetzt wieder hier diese sinusförmige Eingangsspannung zu sehen. Dann haben wir hier die grüne Linie, das ist die Versorgungsspannung, die positive, die liegt also bei ziemlich genau 10 Volt, ein bisschen mehr. Und die violette Linie, das ist das Schaltverhalten hier von dem LM358 und die blaue Linie ist das Schaltverhalten von dem LMC662. Man sieht also, der LMC662 ist ein sogenannter Rail-to-Rail-Operationsverstärker. Er geht also wirklich am Ausgang bis an die Versorgungsspannung ran. Das schafft der LM358 nicht. Und deswegen ist es auch so, dass die Schaltpunkte für diesen Schmittträger dann eben unterschiedlich sind. Ich habe hier mal die Marker gesetzt, den Cursor. Also das Schaltverhalten bei dem LMC662 im positiven Bereich ist wirklich bei 4,96 Volt ungefähr. Und wenn er ausschaltet, dann ist er hier auch bei minus 4,95 Volt, also genau die Hälfte von den 10 Volt. Das schafft also der LM358 nicht. Ich werde die Cursor nochmal umstellen. Also der 358 schaltet hier ein bisschen früher an der Stelle und hier, wo er runter geht, auch wieder. Und man sieht hier, die Schaltpunkte sind einmal bei 4,8 Volt und bei minus 4,31 Volt. Das ist also doch ein nicht unerheblicher Unterschied zum LMC662. Bei der jetzigen Schaltung war es ja so, dass ich vom Betrag her immer die gleichen Kippspannungen rausbekomme. Also zum Beispiel plus minus 5 Volt oder plus minus 1,3 Volt, also vom Betrag her gleich. Die Frage stellt sich jetzt, wie kann ich das erreichen, dass ich zum Beispiel solche Schaltpunkte realisiere wie plus 1,6 Volt und minus 2,4 Volt. Dazu gibt es eigentlich vier Möglichkeiten. Anhand dieser Gleichung sieht man ja, dass die Kippspannung abhängig ist von der maximalen Ausgangsspannung und auch vom Verhältnis R1 und R2. Das heißt, ich könnte Folgendes machen. Ich könnte hier in dem Bereich Z-Dioden einbauen, dass die Ausgangsspannung je nach Richtung der Z-Diode eben nicht gleich ist, also zum Beispiel nicht gleich plus oder minus 10 Volt. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, die Versorgungsspannung zu ändern. Denn wenn sich die Versorgungsspannungen hier ändern bzw. unterschiedlich sind, also meinetwegen plus 10 Volt und hier unten minus 8 Volt, ändert sich auch hier die Ausgangsspannung. Eine dritte Möglichkeit wäre natürlich auch, dass ich hier mit Hilfe von Dioden die positive und negative Kippseite sozusagen steuere. Also dann antiparallel geschaltet mit zwei unterschiedlichen Widerständen. Das wäre eine dritte Möglichkeit. Eine vierte Möglichkeit, und das ist die Möglichkeit, die ich hier auch mal zeigen will, ist die, dass man hier an diesem Punkt eine Offset-Spannung anlegt.
Und ich möchte anhand dieses Beispieles plus 1,6 Volt und minus 2,4 Volt dies einmal zeigen, wie da so die Vorgehensweise ist. Also die Vorgehensweise ist die, dass man zunächst einmal hier eine Differenzspannung sich ausrechnet, also Delta U. Also wäre erstens Delta U und das wäre also von 1,6 Volt bis 2,4 Volt. Und das wären dann gleich 4 Volt hier in dem Fall. Also Delta U ist 4 Volt. Dann kommt die Kippspannung und da sagt man einfach U-Kipp ist gleich plus minus Delta U halbe. Das heißt, unsere Kippspannung, die man hier hat, ist plus minus 2 Volt. Und jetzt kann man, vorausgesetzt, man hat R2 festgelegt. Ich habe das hier einfach mal gemacht mit 10 Kilo Ohm, den R1 ausrechnen. Also drittens R1 ausrechnen. Ich gehe jetzt auch nochmal davon aus, dass man hier plus minus 10 Volt rausbekommt. Somit wäre dann R1 gleich 50 Kilo Ohm. Und wenn man das hat und die Schaltung so aufbaut, dann wird also die Schaltung bei plus minus 2 Volt kippen. Und jetzt muss man den Offset hinzuziehen bzw. abziehen, hinzurechnen bzw. abziehen. Es ist ja so, es werden ja nicht komplett plus 2 Volt erreicht, sondern plus 1,6 Volt. Also ich muss minus 400 Millivolt sozusagen hier anlegen, damit er sozusagen dann runter geht auf 1,6 Volt. Also Offset ist dann hier 1,6 Volt minus 2 Volt und das sind dann eben minus 400 Millivolt. Und das möchte ich jetzt mal mit der Schaltung, die ich hier aufgebaut habe, auch zeigen. Ich habe diese Schaltung hier unten aufgebaut, ohne die Offset-Spannung im Moment. Und zwar habe ich dazu auch den LMC662 genommen, damit ich am Ausgang wirklich plus und minus 10 Volt erreiche, also Rail to Rail. Den 50 Kilo Ohm habe ich durch 200 Kilo Ohm parallel geschaltet, genau erreicht. Und in dieser Schaltungsart müsste ja jetzt genau bei plus und minus 2 Volt kippen. Und ich zeige das mal kurz am Oszilloskop. Am Oszilloskop sieht man jetzt sehr schön an den Cursoren hier am ersten Schaltpunkt. Man befindet sich bei 2 Volt hier und bei dem zweiten bei minus 2,1 Volt ungefähr. Also es kommt sehr gut hin. Und was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt diese Offset-Spannung dann einstellen. Dazu nehme ich natürlich einen Multimeter, stelle die Offset-Spannung exakt ein auf minus 400 Millivolt und dann sollte er bei plus 1,6 Volt und minus 2,4 Volt kippen. Ich habe jetzt hier das Poti angeschlossen, also hier unten in der Schaltung, genauso wie es hier steht. Und hier mit dem Multimeter messe ich jetzt die Offset-Spannung. Die liegt derzeit bei minus 100 Millivolt. Minus 400 Millivolt brauchen wir. Und ich drehe jetzt mal das Poti auf minus 400 und versuche das genau einzustellen. Ja, so kommt es ganz gut hin, minus 400 Millivolt. Und jetzt zeige ich das Bild nochmal am Oszilloskop. Und jetzt sollte er bei 1,6 Volt und minus 2,4 Volt dann eben jeweils kippen. Man sieht jetzt, dass sich die Kipppunkte verändert haben anhand der Cursor. Ist also etwas verschoben. Ich werde jetzt mal hier auf den ersten Cursor die Kippspannung ablesen. Die ist also hier. Und man sieht, die ist bei 1,5, 1,6 Volt. In etwa, passt also ganz gut. Und die zweite Seite, was haben wir da? Da ist er bei minus 2,5, ja 2,6. Also es passt eigentlich ganz gut. Und so kann man also wirklich ganz verschiedene Kipppunkte hier bei so einem Schmittträger einstellen. Dass man bei einem Schmittträger eine Hysterese hat, also zwei verschiedene Schaltpunkte, das ist ja das eine. Die Frage stellt sich natürlich, welchen Vorteil habe ich natürlich dann gegenüber einem Komparator? Und da möchte ich mal ein Beispiel hier zeigen. Ich habe jetzt hier wieder eine sinusförmige Eingangsspannung
Unabhängig jetzt von den Schaltpunkten, das eine, die lila Linie ist ein Komparator, die blaue ist jetzt ein Schmidt-Träger. Ich werde jetzt mal Folgendes machen, ich werde hier mit der App hier mal Rauschen hinzufügen auf das Signal. Und jetzt kann man sehr schön erkennen, dass hier der Komparator wirklich anfängt zu schwingen bzw. ein- und auszuschalten und irgendwann schaltet er wirklich aus und hier auch wieder, während der Schmidt-Trigger wirklich in dem Moment, wo hier was unterschritten wird, einfach ausschaltet und erst wenn hier praktisch das Signal wieder überschritten wird durch einen kurzen Pegel, schaltet er wieder ein. Ich habe also ein wesentlich stabileres Ein- und Ausschaltverhalten als beim Komparator. Das sollte man immer bedenken, wenn man zum Beispiel irgendwelche Aktoren dort schaltet. Da darf natürlich sowas hier überhaupt nicht vorkommen. Im schlimmsten Fall kann dann ein Aktor eben auch dadurch kaputt gehen. Eine typische Anwendung dafür für einen Schmidt-Träger ist natürlich so ein Nachtlicht oder auch von mir aus die Straßenlaternen, die dann irgendwann abends angehen. Und diese Schaltung will ich einfach mal zeigen. Und ich habe die aufgebaut mit dem LDR. Und da kann man dann eben sehr schön sehen, dass eben dort die LED, die da an- und ausgeht, eben nicht flackert. Die Schaltung hier sieht man auf dem Steckbrett mit dem LDR und einer Leuchtdiode. Und was ich jetzt hier messe, ist die Spannung am Spannungsteiler mit dem LDR. Und jetzt ist es relativ hell, die Leuchtdiode ist noch aus. Und wenn ich jetzt hier mal abdecke mit einem Stück Papier den LDR, dann sieht man, dass die Spannung zum einen natürlich steigt und zum anderen, dass irgendwann jetzt die blaue Leuchtdiode angeht. Nämlich jetzt. Das waren irgendwie so 3 Volt ungefähr. Also man muss das irgendwie testen, auch wenn man das mal aufbaut. Also ungefähr 3 Volt waren es. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann sieht man, er geht nicht sofort aus. Die Spannung fällt weiter ab. Und ich werde jetzt mal ein bisschen mehr Licht zulassen. Und hier bei 1,6 Volt schaltet die LED wieder aus. Wie man dabei vorgeht, um so eine Schaltung zu entwerfen, will ich kurz mal zeigen. Die Vorgehensweise hier für so ein Nachtlicht habe ich mal kurz notiert. Also das erste ist, man hat ja einen LDR und den sollte man erstmal ausmessen. Also einen Hell-Dunkel-Widerstand irgendwie bestimmen, mal eine Taschenlampe raufhalten und dann mal abdunkeln. Und bei mir war es so, ich hatte also ungefähr 6,8 Kiloohm Dunkelwiderstand. Hellwiderstand, sorry, und 120 Kilo Ohm Dunkelwiderstand. Also das waren so die Helligkeiten, wo ich dachte, okay, da kann er ein- und ausschalten. Wenn man hier diesen Wert hat, dann kann man gleich mal den Vorwiderstand für den LDR bemessen. Und zwar habe ich den hier einfach gewählt, halb mal Dunkelwiderstand, also ungefähr. Also ich hatte 120 Kilo Ohm, wären 60 Kilo Ohm. Ich habe hier ein bisschen weniger genommen, 47 Kilo Ohm für den Vorwiderstand für den LDR. Als nächstes baut man mal diesen Spannungsteiler mit dem LDR auf und misst einfach mal die Spannung da dran. Also ich habe jetzt hier 5 Volt als Versorgung zum Beispiel und habe hier den 47 Kiloohm, habe den LDR hier reingebaut und habe dann hier mal die Spannung gemessen im Hell- und Dunkelzustand und kam dann hier auf diese beiden Spannungen. Und mit diesen beiden Spannungen habe ich schon gleich mal ein Delta-U und ich habe eine Kippspannung. In dem Fall ist es hier plus minus 1,5 Volt. Wenn man das hat, also wenn man die Kippspannung hat, dann kann man bei dem nicht invertierenden Schmidt-Träger den R bestimmen, diesen anderen Widerstand. Ich habe dort den ersten Widerstand wiederum 10 Kilo Ohm ausgewählt und habe dann hier einen 33 Kilo Ohm dann bestimmt. Dann wird man weiterhin wiederum die Offset-Spannung bestimmen müssen. Also man hat ja 1,5 Volt als Kippspannung und muss das aber um einen Faktor x hochziehen, nämlich um 0,63 Volt. Das sind dann 2,1 Volt. Und mit diese 2,1 Volt müssen ja an den invertierenden Eingang von dem Schmidt-Träger angeschlossen werden. Den habe ich hier in dem Fall mit dem Spannungsteiler aufgebaut, 10 Kilo Ohm und 12 Kilo Ohm, wobei ich hier, wie gesagt, eine Versorgungsspannung von 5 Volt habe. Und der Gesamtaufbau sieht dann so aus. Und was man jetzt noch sieht, ist, dass ich zwischen dem LDR hier und dem Schmidt-Träger noch einen Impedanzwandler eingebaut habe. Das ist sehr wichtig, weil bei dem
nicht invertierendem Schmittträger fließt eben auch ein Strom hier rein. Und das ist hier relativ hoch ohmig. Also ich brauche hier auf jeden Fall so einen Impedanzwandler. Und dann funktioniert es auch. Der Operationsverstärker ist hier übrigens wirklich nur an Ground und an plus 5 Volt angeschlossen. Also ist eine unipolare Spannungsversorgung. Und so funktioniert die Schaltung eigentlich ganz gut. Kann also jeder letztendlich auch nachbauen. Mal so eine typische Anwendung hier von so einem Schmittträger. Man hat ja auch gesehen, hier die Leuchtdiode, die ich hier habe, die flackert also nicht. Die geht also wirklich knallhart an oder aus. Also wenn ich jetzt hier abdunkle, geht sie irgendwann an. Ja, da flackert nichts. Und wenn ich eben etwas zurückgehe, geht sie auch aus. Und die geht auch nicht sofort wieder an, wenn ich hier hin und her gehe mit dem Papier. Also das ist wirklich ganz wichtig bei solchen Schaltungen, wo man wirklich knallhart ein- und ausschalten muss. Zum Schluss möchte ich nochmal zwei Schaltungen zeigen, die eine Gegen- und auch eine Mitkopplung besitzen. Die erste Schaltung, die ich hier aufgebaut habe, ist hier diese Spannungsreferenz. Man sieht, die Gegenkopplung findet hier über diesen R2 statt und die Mitkopplung geht hier über R3. Dadurch, dass es eine Gegenkopplung gibt, wird die Spannung UD wieder zu 0 Volt. Das heißt, die Spannung R1 entspricht der Spannung UZ. Und mit der Spannungsteilerregel hier R2 und R1 kann man eine Ausgangsspannung dann letztendlich festlegen. Die allgemeine Gleichung ist hier UA ist gleich UZ mal 1 plus R2 durch R1. Und ich habe hier diese Schaltung mal aufgebaut und habe gesagt, ich möchte eine Referenzspannung von 6 Volt haben. Ich habe eine 10er Diode von 5,1 Volt und habe das hier mal ausgerechnet. Also R1 in dem Fall, also R2 habe ich festgelegt mit 10 Kiloohm und R1 habe ich ausgerechnet mit 56,6 Kiloohm. Ich habe eingebaut in die Schaltung 56 Kilo und ein 680 Ohm. Und man sieht, ich komme hier auf eine Spannung von 6,04 Volt. Also so funktioniert das. Ich hatte ja gesagt, die Spannung UD ist 0 Volt. Und die will ich nochmal kurz messen. Wenn ich also jetzt hier mal rübergehe an zwischen Pin 3 und auch Pin 2 ist das dann. Das ist der grüne hier. Dann sieht man hier, die Spannung ist wirklich also 1,1 Millivolt, also praktisch gesehen 0 Volt, stellt sich also hier dann zwischen Plus und Minus ein. Ich verwende hier in der Schaltung einen LM358, die Versorgungsspannung ist 0,9 Volt. Und was vielleicht wichtig zu wissen ist, ist hier die Dimensionierung von R3. Also R3 muss so gestaltet sein, dass die 10er Diode wirklich in ihrer Steilheit genutzt wird. Also die 5,1 Volt hier in dem Fall müssen auf jeden Fall da stabil sein. Darf also nicht in dem Knickbereich irgendwie agieren. Sonst ist die ganze Geschichte natürlich nicht konstant. Man kann also diese Schaltung dann einsetzen, wenn man zum Beispiel eine Referenz braucht und noch einen Operationsverstärker frei hat irgendwo, dann kann man das durchaus aufbauen. Nachteil ist natürlich, ich brauche 3 Widerstände und eine Z-Diode. Und vielleicht auch noch ein Nachteil ist der, dass die Referenzspannung immer größer ist als die 10er Spannung. Die zweite Schaltung, die ich hier zeigen will, die eine Gegen- und eine Mitkopplung besitzt, ist hier diese A-stabile Kippstufe. Und letztendlich ist es ein Schmittträger mit einem nachgeschalteten Tiefpass. Und zwar, das ist ja hier der Schmittträger mit R1, R2. Hier wird mitgekoppelt an Pin 3. Hier wäre also der Eingang von diesem Schmittträger. Aber da ist ein Tiefpass hier nachgeschaltet und der Ausgang dieses Tiefpasses wird hier an Pin 2 gegengekoppelt. Und jetzt ist es so, in dem Moment, wo man die Schaltung einschaltet zum Beispiel und die Spannung UC 0 ist, entsteht hier eine positive Differenz. Ich nehme einfach mal an, hier sind ein paar Millivolt, hier sind 0 Volt. Also schaltet der Operationsverstärker in sein Maximum. Dann lädt er den Kondensator auf, das heißt, die Spannung steigt an und die Spannung an Pin 3 ist dann die Hälfte von UA. Also in dem Fall habe ich R1 gleich R2 gewählt. Und die Spannung an Pin 2 muss mehr als die Hälfte von UA erreichen, bis sozusagen die Schaltung hier wieder umkippt und den Kondensator entlädt. So kann man sich das vielleicht einfach merken. Man kann diese Schaltung auch anders zeichnen. Hier sieht man es vielleicht besser. Hier nochmal die Mitkopplung über R1. Und hier die Gegenkopplung über R3. Es gibt eine allgemeine Gleichung hier zum Ausrechnen der Periodendauer für diese Schaltung.
steht jetzt hier auf der rechten Seite und ich habe dort einfach mal ein paar Werte angenommen. Also ich habe für R1 gleich R2 10 Kiloohm eingesetzt, für R3 2,2 Kiloohm und habe einen 100 Nanofarad Kondensator genommen. Und wenn man das jetzt ausrechnet, müsste man also eine Frequenz von 2 Kilohertz rausbekommen. Ich möchte das jetzt mal am Oszilloskop einfach zeigen, das Ergebnis. So sieht jetzt das Ausgangssignal am Oszilloskop hier aus. Man sieht, die Frequenz hier beträgt 1,9 kHz. Also knapp 2 kHz ist natürlich bedingt durch die große Toleranz von dem Kondensator. Was man auch sehr schön sieht, ist, dass die Kondensatorspannung nur bis plus und minus 5 Volt geht. Das Ausgangssignal ist ja hier plus minus 10 Volt, das ist meine Versorgungsspannung. Aber die Kondensatorspannung geht nur nach plus und minus 5 Volt. Und man sieht das hier eben 5 Volt pro Kästchen. Also das kann man da sehr schön dann erkennen. Das war ja bedingt dadurch, dass ja hier diese Spannung sozusagen die Referenz ist und die war die Hälfte der Ausgangsspannung, weil R1 und R2 gleich waren. Also muss er bei in der Mitte von UA, also 5 Volt, muss er sozusagen immer nach oben oder nach unten kippen. Also in dem Fall sind hier minus 5 Volt erreicht, dann kippt er nach oben. Hier oben ist jetzt plus 5 Volt erreicht, dann kippt er nach unten. Also so kann man es sich auch ganz gut erklären. Der Nulldurchgang der Kondensatorspannung findet natürlich auch nicht bei der Hälfte des Signals statt, sondern eben hier schon nach 100 Mikrosekunden ungefähr, weil es natürlich keine Gerade hier ist. Also es ist die Ladekurve vom Kondensator, sodass der Nulldurchgang hier schon etwas eher stattfindet. Eine weitere Messung, die ich jetzt hier mal durchführe, sieht man hier. Das ist die violette Linie und zwar ist es jetzt wieder die Differenzspannung UD. Und ich zeige mal hier kurz das Blatt. Ich messe derzeit ja die Ausgangsspannung gegen Ground, ich messe die Kondensatorspannung gegen Ground und ich messe jetzt hier dieses UD, aber das hat keinen Bezug zu Ground. Deswegen muss man für so eine Messung einen Differentialtastkopf verwenden, der masseunabhängig misst. Und was man jetzt hier eben sehr schön sieht, ist wiederum, die Spannung UD wird nur kurzzeitig beim Kippvorgang 0 Volt, nämlich hier und dort. Und ansonsten geht es nach unten und folgt der Kondensatorspannung bis zum nächsten Kipppunkt. Das kann man hier auch nochmal sehr gut erkennen. Eine Erweiterung dieser Schaltung ist natürlich dann ein ganz simpler Funktionsgenerator, wo man dann zum Beispiel eben das Rechtecksignal rausbekommt und ein Dreieck und ein Sinus. Da gibt es diverse Schaltungen auch im Netz zu finden. Ja, das war nun der dritte Teil hier zum Thema Operationsverstärker. Ich hoffe, es hat was gebracht und hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.